Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden Kinder kreativ und gestalten Holzmotive mit Mosaiksteinen. Wir haben jetzt ganz viele Holzmotive für euch in unserem Online-Shop, wie zum Beispiel diesen Kaktus oder auch ein Einhorn und viele andere. Dazu auch passende Holzleisten, wo ihr die Motive dann reinstecken könnt und es zum Beispiel wo aufstellen könnt. Und im ersten Schritt machen wir uns da jetzt mit dem Bleistift einen Strich hin, wo das Motiv in der Leiste steht, dass da keine Mosaiksteine hingeklebt werden. Und dann könnt ihr mal probieren, welche Steine passen wo am besten hin, je nachdem welche Steine ihr habt. Ich habe jetzt einfach den restlichen Mix von meinen Mosaiksteinen, die ich von anderen Arbeiten übrig hatte, genommen. Am besten eignen sich die Softglas-Mosaiksteine oder auch das Flip-Keramik. Das hat alles abgerundete Kanten und damit können auch Kinder wunderbar arbeiten. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox, sowie auch den Mosaiksteinkleber. Davon wird ein bisschen auf das Holzmotiv gegeben, ein bisschen was auf den Stein. Dann kleben die Steine wirklich gut fest da drauf und der Mosaiksteinkleber sollte ein paar Stunden anschließend aushärten, damit die Steine auch wirklich fest auf dem Motiv kleben. Die groberen Motive gehen natürlich einfacher zu gestalten als wie die feineren, wie das Einhorn. Aber wenn ihr Kinder habt, wisst ihr, wenn die sich was in den Kopf gesetzt haben, soll es so sein. Und wenn der Mosaiksteinkleber dann gut getrocknet ist, gebt ihr euch ein bisschen Fugenmasse in einen Becher. Die wird dann mit Wasser angemischt. Bei Bedarf könnt ihr auch ein bisschen Glitzer mit dazu geben, so wie bei unserem Einhorn jetzt. Da hatten wir jetzt noch ein bisschen Glitzer mit dazu gegeben. Und dann rührt ihr die Fugenmasse mit Wasser so lange an, bis eine schöne streichfähige Masse entsteht. Hier musste ich noch ein bisschen mehr Glitzer dazugeben, weil es natürlich nicht genug glitzern kann. Und wenn ihr dann die perfekte Konsistenz habt, wird die Fugenmasse großzügig auf das Holzmotiv verteilt. Bei kleineren Kindern könnt ihr da gerne ein bisschen mithelfen, dass wirklich viel Fugenmasse sich zwischen den Steinen auch befindet und es schön verfugt ist. Größere Kinder können das auch durchaus auch selber machen. Ihr könnt die Fugenmasse auch farbig bei uns kaufen oder selber einfärben mit unseren Farbpigmenten. Hier hatten wir uns jetzt nochmal grün angemischt für den Kaktus. Und dann gebt ihr eben großzügig die Fugenmasse drauf und streicht dann anschließend die Fugenmasse wieder ein bisschen grob von den Steinen weg und lässt es dann ein paar Stunden trocknen. Wichtig dabei ist, die Fugenmasse danach nicht wieder rauszunehmen, sondern wirklich nur glatt über die Steine zu gehen, dass man sie auch ein bisschen durchsieht. Und nach ein paar Stunden, wenn die Fugenmasse dann getrocknet ist, können die Kinder beginnen, jeden Stein einzeln wieder frei zu machen. Das klappt am besten mit einem weichen Baumwolltuch und da können die Kinder dann eben einen Stein nach dem anderen wieder hervorholen und so sieht jetzt zum Beispiel das Einhorn fertig aus oder hier der Kaktus. Ist halt mal was ganz anderes, um mit Kindern kreativ zu sein und zu basteln. Ich mache solche Arbeiten gerne immer draußen. Wir haben wirklich sehr viele verschiedene Mosaiksteine in unserem Online-Shop. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und beim nächsten Video wieder mit einschaltet.